Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnomhobbits und Innerem zu einem neuen Part. Pokémon Schwert natürlich mit dem Zwergenfürst. Ja, ohne viel weiteres Reden, weiter geht's. Gleich ist es soweit, der Champ Match beginnt. Das Champ Match. Bitte bleib dich, bitte begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ich bin bereit, auf geht's. Reden wir nicht lange drum herum. Wir haben auch kein Intro mehr, deshalb kann es direkt losgehen. Brauche ich das Intro gar nicht mehr anmoderieren. Let's go. Der Champ war es gefunden. Daedion. Meister Daedion. Spürst du das? Den Kontrast zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerrängen. Ich liebe beides, du nicht auch. Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr als dich verlieren sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was wir drauf haben. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz so unruhig in ihren Bällen. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit, it's Champ Time! Ich bin Daedion, der Champ der Galaridon. Zusammen mit meinem Pokémon Glurak, meinen anderen Pokémon, habe ich Unmengen an Wissen und Erfahrung angehäuft. Genau auf diesem Grund werden wir dich auch gleich in die. Was? Genau aus diesem Grund werden wir dich auch gleich in die Tasche stecken. Na dann! Let the show begin. Moment mal, was zum... Da auf dem Bildschirm, seht nur. Was zum Henker ist das? Kleine Schwarzblinde. Hallo Daedion und Zwergfürst. Ich habe soeben die finstere Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galars zu retten. Überraschung. Aber leider wurde dabei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Ja, was für eine Moderation. Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Daedion. Leute, ich habe mal gerade die finstere Nacht freigesetzt. Tja, erlaube ich mir jetzt mal gerade so. Daedion! Zwergfürst! Das war doch das Stadion von Claw City, oder? Was hat Zuos da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig versessen von irgendeinem Problem erzählt. Das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Hat er etwa vor, dieser Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City. Das ist meine Pflicht als Champ. Hätte ich gestern versucht, es besser zu verstehen, wäre das nicht passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich. Also muss ich auch etwas dagegen unternehmen. Leute, also ich werde mich um die Sache kümmern. It's Champ Time. Ja, genau. It's Champ Time. Sprich auf. Hey, warte, Daedion, du weil... Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City nur wieder verläuft. Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war ja nicht mehr stark genug, um dich zu besiegen, Zwergfürst. Ach komm, du schaffst das schon. Ach, das sagst du jetzt nur so. Moment. Rose meinte, er hätte die finstere Nacht eingeleitet. Stimmt's? Ja, so etwas in der Art hat er gesagt.
Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er sowas einleiten? Und woher kenne ich diesen Begriff gleich nochmal? Ah, jetzt erinnere ich mich. Sanya hat es uns vor der Heldenstatue in Engine City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon Schwertes und dem Schildes die finstere Nacht beendeten. Ja, wiederhol es nochmal. Mach nochmal eine kleine Nachhilfestunde hier, während Delion schon mal vorrennt und dem Ding ein Ende bereiten will. Gibt du mir hier halt nochmal eine Nachhilfestunde. Das ist ja. Ja. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du, wo wir sie finden könnten, Zwergfürst? Lass mich mal raten. Also wir machen jetzt hier ein kleines Quiz, wie wir jetzt hier. Tja, wo sollten wir. Ja, wo könnten wir die jetzt finden? Bingo, im Schlimmerwald. Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eins der beiden schlummernden Pokémon. Also los, worauf warten wir noch? Ich wette, im Schlimmerwald finden wir Hilfe. Im Ernst jetzt, Ja, packende Story-Finale, würde ich sagen. Huch, was macht ihr denn hier, Zwergfürst und Hob? Sagt jetzt bloß nicht, Zwergfürst hat das Champ-Match sausen lassen. Wir haben alle das Champ-Match sausen lassen. Da gibt's was Dringenderes. Weißt du es etwa auch noch nicht, Sanya? Liga-Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. Was sagen Sie da? Ist das wahr? Ich war bis eben im Schlummerwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist alles völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Ja, erzähl mal mehr. Das ist jetzt hier, wir haben ja Zeit. Ich meine, es geht ja gerade nicht die Welt unter. Das ist ja, wir können uns ruhig Zeit lassen und noch ein bisschen Erzählungen treffen und so weiter. Wir können ja auch so ein bisschen die Geschichte nochmal neu aufrollen und so ein bisschen die Geschichte von Galar nochmal kurz zusammenfassen und nochmal uns allen erzählen. Das ist ja, wir haben Zeit. Wie nennt der Liga-Präsident ihn noch gleich? Ach ja, die finstere Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sag ich dir. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon wieder in den Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp, halt, Pause! Haben Sie gerade finstere Nacht gesagt? So hieß der schwarze Wirbel, der vor langer Zeit beinahe ganz Kanada zerstört hat. Aber eins verstehe ich nicht. Was führt euch ausgerechnet hier, Herr Zwergfürst? Ihr wollt die finstere Nacht aufhalten? Heißt das, ihr seid hier, um die Pokémon des Schwertes und des Schildes zu suchen? Okay, ich bin dabei. Nehmt das und geht schon mal in den Schlummerwald vor. Ich komme dann schnell nach. Es gibt da noch eine Sache, die ich vorher ganz schnell klären muss. Du erhältst 3 Top-Beleber. Du verstaust sie in der Medizintasche. Ich hoffe, ich habe Benemits dabei. Und wirst dem legendären Pokémon begegnen. Mutti winkt noch zum Abschied. Tu, was du tun musst, mein Junge. Du bist jetzt schließlich ein waschechter Pokémon-Trainer. Zwergfürst, es gibt keine Garantie, dass wir diesmal von diesem seltsamen Nebel verschont bleiben. Aber selbst wenn, unsere Pokémon sind inzwischen viel stärker als damals. Uns kriegt so schnell niemand klein. Und wenn ich es mir recht überlege, hat unser legendäres Abenteuer genau hier angefangen. Als wir versucht haben, dieses Body zu finden. Und das nächste Kapitel in der Legende von Hope spielt auch wieder im Schlummerwald. Los geht's. Die Legende von Hope, aha. Okay. Wilde Pokémon im hohen Gras. In Mabuda. Ja gut, das sind jetzt
hier wahrscheinlich die ganzen ja, Level 3. Das ist, ja, Leute, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mal gerade eben die Welt retten. Verzeiht. Ich kann gerade kein Level 3 Pokémon fangen. Da bin ich jetzt gerade hier nicht in der Lage zu. Die Zeit habe ich jetzt gerade leider nicht. Lass gut sein. Ein Raffel wild erscheint. Eichhörnchen. Jo. Ne, das lassen wir jetzt mal bleiben. Flucht. Eichhörnchen Level 3. Ja, ist jetzt gut. Weiter hinein in den nebeligen Wald. Nebelwald. Okay. Hier sind... Ich wollte gerade sagen, hier sind keine wilden Pokémon. Oh, was zum Henker? Was bist denn du? Das sah aber gerade anders aus. Somnian. Das sah aber gerade nach einem Gala. Das war aber gerade sicher ein Gala, Smogmog. Was zum... Ein Smogmog wild erscheint. Na, das ist doch spitze. Na, welches Level hast du? Level 46? Okay, ja komm, das tun wir uns jetzt an. Das fangen wir uns. Ein Gala Smogmog, auch wenn ich es nicht mit ins Team nehme. Ich fange es trotzdem erstmal. Wir könnten es überlegen, es mit ins Team zu nehmen, aber... Ja gut. Erstmal hier. Erstmal wirst du gefangen. Rufus ist vergiftet. Jo, nochmal ein Tiefkraft. Wir brauchen eigentlich die AP. Wir brauchen alle AP für den Kampf gegen das legendäre Pokémon, aber gut. Ja, das ist auch ziemlich legendär. Gala Smogmog, das ist... Das muss gefangen werden. Also... Ja. Haben wir noch Reaperbände oder so? Haben wir natürlich nicht mit dabei, oder? Na dann. Ah doch, Reaperbände haben wir mit dabei. Ich werfe mal einen Luxusball. Reaperbälle wollte ich mir eigentlich aufheben für den Kampf. Gegen das legendäre Pokémon. Meisterball haben wir noch nicht gekriegt. Ja, das ist jetzt natürlich... Das ist schade. Okay, immerhin neues Level für Modi. Oh, hier haben wir noch eins. Na komm, ich fange mir doch jetzt mal ein Smogmog. Das muss doch jetzt gehen. Das kriegen wir doch jetzt hin. Na komm, das wäre doch gelacht. So. Finale. Ja gut, ja, mit dieser Attacke ist das ziemlich unfangbar. Ist ja auch eine scheiß Attacke, Finale. Neues Level für Rufus. Immerhin. Na gut, erstmal weiter hier. Noch ein Smogmog. Irgendwann fangen wir dich. Eins von denen fangen wir. Gut, ich werf gleich mal. Ich glaube, das ist eine Verschwendung, eine pure Verschwendung, aber... Ein Hyperball, 8 haben wir noch. Na komm. Zack. Rein ist dir und Stunnenleim. 1, 2, 3. Nice. 4. Klasse, Smogmog wurde gefangen. Eintrag im Rotom-Pokédex. Sehr gut. Es saugt Schmutzpartikel aus der Atmosphäre und schneidet sie dann anstelle von Exkrementen in Form von sauberer Luft wieder aus. Ah, okay. Es scheißt also saubere Luft. Interessant. Und welchen Spitznamen sollen wir dem jetzt geben?
Ja, weil der Zylinder so... nein, nicht in mein Team, nicht in mein Team, nicht in mein Team. Das Team will ich schon so behalten. In die Box. Sambay wurde in eine Box geschickt. Ja, weil Zylinder, ihr versteht. Na, wo ist denn jetzt Mentalkraut? Wo ist denn jetzt das besagte legendäre Pokémon? Ein lauter Smogmox hier im Wald. In der Sackgasse. Ein Rauchball. Auch nicht schlecht. So, da ist der Trainer Hope. Da gibt's, das gibt's doch nicht. Der Nebel ist ja viel dichter als damals. Void! Void! Das sind sie! Das müssen das Pokémon des Schwertes und das Pokémon des Schildes sein. Ein paar Fotos schießen. Vielleicht kann man eins davon zum Thumbnail machen. Okay, wo sind sie hin? Hey, wo wollt ihr hin? Nanu, warum steht ihr hier so tatenlos rum? Was meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes, die waren gerade eben hier. Hast du sie eben nicht gesehen? Die sind gerade in die Welt verschwunden. Was hast du denn da? Außer euch hier weit und breit ist niemand zu sehen. Aber was haben wir dann eben gesehen? Eine Version oder was? Das weiß ich leider auch nicht, aber ich habe jede Menge Bücher gewälzt. Darunter auch welche, die nicht aus Galar stammen. In einem davon bin ich endlich auf neue Informationen gestoßen. Das Pokémon des Schwertes heißt Zakian und das Pokémon des Schildes Zamazenta. Angeblich wurden die beiden von langer, langer Zeit jenseits des Schlummerwaldes geboren. Verstehe. Danke, Sanya. Oh, okay. Wir sind den beiden Pokémon begegnet, selbst wenn es nur eine Vision war. Das heißt, das Schwert und das Schild, die sie bei sich führen, können auch nicht weit sein. Aha. Na dann, auf uns davon. Nein, nicht auf uns davon. Auf nach vorne, auf ins Abenteuer. Oha. Ein wunderhübscher Ausblick. Kann man sich ja fast ein Wallpaper draus machen. Hübsches Bild für einen Desktop-Hintergrund. Sieh dir das an, Zwergenfürst. Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur. Ja, und der Ort sieht auch nicht ganz so übel aus. Wow, nicht übel. Und ich sehe schon ein Schwert, ein zerbrochenes. Und ein Schild, auch ein zerbrochenes. Sieh nur, Zwergenfürst. Das Schwert und der Schild. Die Legende ist also wahr. Aha. Ein Schwert und ein Schild. Du erhältst ein rostiges Schwert. Ja, was? Mit diesem Schwert soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Rost sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Oh, okay, und ich nehme das Schild. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch so zu gebrauchen. Da habe ich gerade ein bisschen gesabbert. Verzeiht. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien
wir doch auf uns alleine gestellt, wenn wir den Leuten helfen wollen. Okay. Was steht denn da auf dem Grabstein als Inschrift geschrieben? Können wir nicht lesen oder was? Tja. Sind wir wohl auf uns selbst gestellt. Aha. Kommst du mit? Kommst du mit, Kollege? Ist er jetzt schon abgehauen oder was? Nein, da steht er noch. Da steht da der Peter. Delon kämpft sicher noch im Stadion von Clown City gegen die finstere Nacht. Und wollen wir mit dem Flugtaxi dorthin fliegen, Kleinfürst? Ja, das wäre besser als zu Fuß. Okay, raus aus dem Wald hier und dann Abflug nach Clown City. Begib dich zum Clown Stadion. Mhm. Das wird ja spannend hier. Clown City. Da sind wir am Stadion und da ist auch schon der Trainer Roy. Oh, hallo, ihr zwei. Dummes Timing, dass das ganze Chaos direkt vor dem Champ Match. Zwischen Lilon und dir Zwergfuss ausgebrochen ist. Reden war noch nie meine Stärke. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Galar-Region mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe nicht den blassen Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Mir ist Pieps egal, wie gefährlich diese Fensternacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen. Mann, Horb. Kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von unseren Arenaleitern und Pokémon rechtzeitig außer Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt unseren Champ und den Rest der Bevölkerung Galars helfen, was? Die Option, nö, ich mache jetzt erstmal Urlaub und fliege nach Alola. Das ist jetzt nicht die Option, oder? Jetzt mal ein Urlaub in der siebten Generation auf einer der Inseln von Alola, das ist jetzt exakt. Dann bekommt es die finstere Nacht also mit dem unschlagbaren Champ sowie dem stärksten aller Challenger und seinem Rivalen zu tun. Also, da kann man ja schon fast Mitleid haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint. Ach was. Und jetzt ab ins Stadion mit dir. Ich bin schon dabei. Auf geht's. Jetzt geht's ab, die Luzi. Es brennt die Luft. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar fort. Ich meine natürlich. Bitte hilf mir, bitte. Meine Pokémon hatten sich aus einem meiner mir unbekannten Grund dynamisiert und ist im Stadion außer Kontrolle geraten. Roy hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt. Aber wenn sich die anderen Pokémon hier auch dynamisieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Er hat einen Pokémon namens Endinalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamisierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dann maxieren sich am Ende alle Pokémon der Galar-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch schon nach unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Bin schon unterwegs.
Eine neue Ebene, ein neuer Bereich, von dem wir noch nichts wussten. Ah, okay. Jetzt geht's hier runter. Ins Energiewerk. Naja, so tief unten ist das gar nicht. Da geht es jetzt nicht lang. Du solltest mit Präsident Ross sprechen. Aber unbedingt. Na, da steht er. Na nun, was willst du denn hier, Challenger? Ich will die finstere Nacht aufhalten. Oh, mit dieser Antwort hatte ich gar nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt hier nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Endinalos, das stärkste aller Pokémon, ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast keinen Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Ghana-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endinalos Wunschsterne verabreicht. Das rote Licht, das in Clark City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endinalos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Ghana-Region zu schützen. Verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Aha. Präsident Rose fordert mich heraus, oder was? Rose von Makrokosmos fordert dich heraus. Na, großartig. Ich wollte schon sagen, wir kriegen heute gar keinen Kampf mehr, nur noch Story. Jetzt haben wir hier den Kampf gegen Präsident Rose. Meine Pokémon gegen deine. Und wir zwei, Rose. Wir zwei. Brandstempel. Fangen wir mal damit an. Attacke. Gut. Ja, 1-0 für mich. So sieht's aus. Das war heftig. Ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Die Frage stelle ich einfach mal zurück. Eine Gegenfrage. Okay, Rufus ist vergiftet. Oha. Ist doppelt von einem Gift getroffen. Stimmt, der wurde ja noch nicht geheilt. Weiterkämpfen. Tintante. Okay, wie wär's mit Einäschern? Versuchen wir's mal. Ja, die Attacken sind ja hier sehr effektiv. Das bringt ja hier Großartiges. Das macht ja hier kaum eine Mühe. Bisher. Durch Gift verletzt. Brandstempel. Na komm. Oh, ich wollte schon 2-0 für mich sagen. Aber er lebt noch. Es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch. Body Press. Oha, Rufus lebt leider gar nicht mehr. Na, Rufus liegt. Auwei. 1-1. So sieht's aus. Ja, Mordiff. Feuer war bisher sehr effektiv. Auf die Pokémon hier. Es mag Zufall sein, aber ja. Nitro. Ladung. Die Musik im Hintergrund, die ist ein bisschen. Ja, die ist ziemlich episch. Und klingt ein bisschen episch. Eisenstachel wirkt. Okay. Gegner besiegt. So. 2-1 für mich. So sieht's aus. Klicke die Knack. Nein, wir kämpfen weiter. Der hat hier scheinbar nur Stahl und ja, mechanische Typen. Sehr effektiv. Lohenkanonade. Na dann, hau rein. Großartig. Klicke die Knack besiegt. 3-1 für mich. Das läuft ja hier spitzenmäßig. Ein paar Erfahrungspunkte fürs Team. Jau. Na dann.
müsstest noch zwei haben. Mautzinger. Okay. Ja, zwei hat er noch. Deine letzten zwei Pokémon. Das hat mich jetzt bisher noch nicht so wirklich viel Mühe gekostet. Also, muss ich ehrlich sagen, also bis jetzt musste ich jetzt nicht wirklich... Ja, das war, musste ich mich jetzt nicht wirklich bemühen. Also meine... Ja gut, Rufus war jetzt schon... War schon vorher ein bisschen verletzt. Der Rufus, der war schon angekratzt, bevor wir in den Kampf gingen. Und der Mordi, der kämpft noch tapfer. Level ist für mein Team. Ja, ich kämpfe natürlich weiter. Das letzte Pokémon. Oh, mein letztes Pokémon, das sieht aber nicht gut aus für mich. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte das erwartet? Ja gut. Lohenkanonade. Na komm. Ich werde dir zeigen, was wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Sag nicht Giga Dynamax. Ja, von mir aus. Sollst du machen. Giga Dynamax Pantinaraya. Okay, naja, Lohnkanonade. So viel dazu, Giga Dynamax. So viel zum Giga Dynamax. Ja. Ich erzittere vor Angst. Gut, Modi hat er besiegt. Geschenkt. Geschenkt. Das ist sein letztes Pokémon. Ja, wie wär's mit Blackie? Ja, Blackie, jetzt kämpf du mal. Wir brauchen hier gar keinen Giga Dynamax einzusetzen. Das ist, wir kriegen das. Wir kriegen das auch ohnehin. Sturzflug. Na komm, die paar KP noch. Die kriegst du auch noch hin. Okay, immer weniger KP. Also gut, mit meiner nächsten Attacke werden die Karten hoffentlich neu gemischt. Ja, irgendwie nicht. Blackie hält es sogar aus. Das ist ja... Der Kramer hält es aus. Bohrschnabel. Na komm, die letzten paar KP. Und zack. Zacke, die Dubstar was besiegt. Das letzte Pokémon vom Präsident Moos. Tja, was sagst du nun? Moos von Makrokosmos besiegt. Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Du gewinnst 22.800 Pokémon-Dollar und gehst die Krebs im Kampf gegen Präsident Moos hervor.